Herzlich willkommen bei Ron, einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Jo, heute großes Themenpaket, Max, bei uns mit viel Präsenz. Genau, zum Beispiel Pflegebranche in der Krise. Wie steht es um die wichtigen sozialen Dienste und wie kann man den Nachwuchs heranziehen? Dann der erste FC Kaiserslautern will aus den Abstiegsrängen der dritten Liga. Wie kann das gelingen? Und Blaulichtreport, Filterbrille, was dahinter steckt und was sie kann. Das und mehr jetzt bei Ron. Sagen wir mal so, immerhin 20% der Deutschen haben mittlerweile ihre Erstimpfung erhalten. Blicken wir mal auf die Länder, da sieht das folgendermaßen aus. Für die bei uns relevanten Rheinland-Pfalz 20,5%, da liegt man sogar über diesem bundesweiten Durchschnitt. Baden-Württemberg hingegen ist mit 19,3% da drunter. Naja, alleine auf den Impffortschritt zu setzen, das wird momentan auch nicht ausreichen. Und deshalb soll es ja eben auch die entsprechende bundesweite Notbremse geben. Aber wie wird die dann entsprechend auch in den Ländern durchgesetzt? Darüber hatte unter anderem heute auch Malu Dreyer informiert. Lena Wollny berichtet. Gemeinsam gegen die Pandemie. Das ist auch nach gut 14 Monaten das Gebot der Stunde. Natürlich beteiligt sich auch Rheinland-Pfalz konsequent an den bundesweit beschlossenen Regelungen. Im Ziel sind wir vereint, auch wenn es Kritik gibt an dem Gesetzentwurf von unterschiedlichen Seiten. Das ist unser Ziel, natürlich einmal die dritte Welle zu brechen. Es ist die Überlastung des Gesundheitssystems, dem entgegenzuwirken. Es ist natürlich vor allem auch das Infektionsrisiko einzudämmen. Neben der nächtlichen Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens kann in Rheinland-Pfalz nun auch bei einem Verstoß der Kontaktbeschränkung in privaten Haushalten ein Bußgeld verhängt werden. Neu sei zudem, dass ab einer Inzidenz von 165 der Fernunterricht an Schulen in Kraft tritt. Alles Bestandteil der Notbremsenregelung. Doch es gibt auch positive Neuigkeiten. Rheinland-Pfalz wird an diesem Freitag die Impfprio-Gruppe 3 komplett öffnen können. Die Öffnung der Prio-Gruppe 3 bedeutet bei uns, dass sich wohl deutlich mehr als 1 Million Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ab Freitag für einen Impftermin registrieren können. Die ersten Impfungen werden voraussichtlich dann ab Ende Mai stattfinden. Dennoch, auch in Rheinland-Pfalz hat die dritte Welle seit einiger Zeit die Krankenhäuser erreicht. Das stellt vor allem die Mitarbeiter vor eine Herausforderung. Hinzu kommt, immer mehr junge Menschen haben schwere Verläufe. Es ist ganz wichtig, dass wir alle als Gesellschaft diese Pandemie zusammen besiegen, indem wir, solange wir nicht geimpft sind, das ist dann der Rettungsgurt, ja, solange wir nicht geimpft sind, dass wir uns so konzentriert und so diszipliniert verhalten wie möglich. Ein Ende der Schutzmaßnahmen ist noch nicht in Sicht. Halten sich möglichst viele Bürger an die gemeinsam aufgestellten Regeln, kommt das Licht am Ende des Tunnels aber immer näher. Wir haben eben schon die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler gehört und Jonas Hofmeister hat ausführlich mit ihr gesprochen. Frau Betzing-Lichtenthaler, wie setzen Sie jetzt die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung um? Also wir setzen das Infektionsschutzgesetz, was ja dann voraussichtlich diese Woche in Kraft treten wird, natürlich um, indem wir auch unsere Corona-Bekämpfungsverordnung entsprechend anpassen. Aber das Bundesrecht gilt natürlich auch ganz unmittelbar. Wir haben in Rheinland-Pfalz von Anfang an immer die Notbremse umgesetzt. In dem Moment, wo wir Inzidenzen über 100 bzw. 200 hatten, waren da immer sehr, sehr stringent. Von daher bedeutet das für uns nur an gewissen Bereichen eine Veränderung, wie beispielsweise zum Thema Testpflicht in den Schulen oder was die Kontrolle der privaten Räume angeht bei Kontaktpersonen. Vor rund einer Woche hat das Kabinett das Ganze auf den Weg gebracht, die Notbremse. Dauert das jetzt nicht alles zu lange? Also klar, die Wege sind bekannt, aber dauert das jetzt nicht alles zu lange, auch wenn es in Ihrem Bundesland gut läuft? Also wir haben ja schon die Notbremse auf dem Ministerpräsidenten- und Bundeskanzlerinnenbeschluss im März. Schon haben die Bundesländer dies vereinbart. Von daher greift diese bei uns auch schon seit März. Ich erinnere mich noch dran, wir haben in der ersten Märzwoche auch Lockerungen auf den Weg gebracht und damals gesagt, wir können lockern. Wir hatten Inzidenzen von deutlich unter 50 und haben gesagt, wenn es über 50, über 100, über 200 geht, ziehen wir entsprechend gestufte Notbremsen. Das heißt, bei uns ist es schon erprobt gewesen. In anderen Bundesländern
Bundesländern teilweise auch. Manche haben sich noch nicht dran gehalten und von daher hat die Bundesregierung dann dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Das Gesetz innerhalb von 10 Tagen auf den Weg zu bringen, ich glaube, das ist schon relativ schnell, ja. Aber wichtig ist natürlich die Umsetzung. Und da ist jeder Bürger, jede Bürgerin von uns eben auch gefragt, sich an diese Maßnahmen auch zu halten, auch wenn man vielleicht keine Lust mehr hat und auch ein Stück weit schon Corona müde geworden ist. Es kommt jetzt noch mal darauf an, weil es kommt darauf an, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass wir weiter testen, dass wir weiter Abstand halten und natürlich mit den Impfungen vorankommen. Lassen Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz dabei bleiben bei diesen Ausführungen der Bundesregierung. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, hat auch gesagt, Zoos zum Beispiel sollen weiter zugänglich sein. Das haben Sie jetzt durchgedrückt. Kann der Bund überhaupt Corona-Maßnahmen besser bestimmen als das Land? Nein, also wir haben ja von Anfang an immer in diesen Bund-Länder-Gesprächen hat man ja versucht, sich miteinander auch abzustimmen. Aber man muss auch konstatieren, dass manche Bundesländer dann ausgebrochen sind aus der gemeinsamen Verabredung und das dann schon zeitweise schwierig war, gerade in so Regionen wie Rheinland-Pfalz, wo ich angrenzende Bundesländer habe, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Baden-Württemberg, Hessen. Wenn dort dann ausgebrochen wurde von der Vereinbarung, dann ist es natürlich für die Akzeptanz der Maßnahmen dann natürlich immer noch mal viel schwieriger. Deswegen, uns war es wichtig in Rheinland-Pfalz, wenn es dieses Bundesgesetz gibt, dass man unserem Grundsatz, außen ist besser als innen, durchaus auch wiedererkennt und folgt. Und deswegen war es für uns wichtig zu sagen, wir wollen, dass die Außenbereiche von Zoos, von botanischen Gärten geöffnet sind. Jetzt halt künftig mit Testpflicht, aber dass sie geöffnet sind, damit die Menschen, die sonst momentan keine Möglichkeiten haben, irgendwo hinzugehen, zumindest in der Natur sein können, zumindest draußen sein können. Das ist uns ein wichtiges Anliegen gewesen. Das findet sich jetzt ja auch wieder. Hinzu kommt ja auch noch, dass die Corona-Pandemie die ein oder anderen strukturellen Missstände aufzeigt. Gutes Beispiel, und das sind Zahlen, die muss man wirklich erstmal wirken lassen. Die Arbeitnehmer in der Altenpflege leisten pro Jahr Überstunden, die mit, festhalten, 8.000 Vollzeitstellen gleichzusetzen wären. Das entspricht in etwa einem Jahresbudget von mehr als 60 Millionen Euro. Das geht aus einer Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die RTL exklusiv vorliegt. Romy Schiemann und Hauke Kutz haben eine Altenpflegerin begleitet. Morgens in der Früh in Ludwigshafen. Die Altenpflegerin Nicole Stumpf ist auf dem Weg zu einer ihrer vielen Patienten. Knapp 15 Minuten hat sie im Durchschnitt für ihren Besuch. Das kommt darauf an, was für Leistungen beanschlagt werden bei dem Patienten, was er benötigt. Zum Beispiel für Strümpfe anziehen, Kompressionsstrümpfe, sagt man, sind beanschlagt 8 bis 10 Minuten. Ich sage mal so, Kulanzzeit ist immer drin. Das sollte auch drin sein, wir bearbeiten mit Menschen, nicht mit irgendwelchen Gegenständen. Also sollte es einem Patienten heute mal nicht gut gehen, werde ich nicht einfach nach Plan A oder so arbeiten und gleich Strümpfe anziehen und weggehen. Für viele Fachkräfte bedeutet das Stress, den sie auf keinen Fall an die Pflegebedürftigen weitergeben wollen. Das kriege ich nicht zu spüren. Mit Verzählen dabei, ein bisschen Strümpfe anziehen und so, und dann ist das ganz schnell Radpass. Der Tag der Pflegekräfte ist oft durchgetaktet. Für individuelle Probleme und Fragen der Patienten oder auch ihrer Angehörigen müssen sie trotzdem zur Verfügung stehen. So kommt es, dass nach den aktuellsten Zahlen von 2019 Altenpfleger knapp 14,8 Millionen Überstunden gemacht haben. 5,8 Millionen davon sogar unbezahlt. Rechnet man die geleisteten Überstunden auf eine Vollzeitstelle, kommt man auf rund 3000 Stellen, die nie bezahlt wurden. Die Bedingungen in der Pflege sind ja schon seit langem schlecht. Die Bezahlung als auch die Arbeitsbedingungen. Und Corona hat natürlich viel verschärft, sodass noch mehr Pflegerinnen und Pfleger den Beruf verlassen haben. Und es haben weitere angekündigt, nach Corona auch die Pflege zu verlassen, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist, nicht physisch und nicht psychisch. Die Forderungen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden konkreter. Eine Reform der Pflegeversicherung soll her, in der alle einzahlen aus allen Einkünften ohne Obergrenze. So wäre es möglich, alle pflegerischen Leistungen zu finanzieren und die Gehälter sowie die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Was Herrn Spahn angeht, der macht immer große Worte, aber da ist nicht viel dahinter. Es hat sich in der Pflege tatsächlich nichts geändert, nichts wirklich Wichtiges. Und selbst der Applaus von dem Balkon ist verhallt, nicht mal den bekommen die Pflegekräfte mehr. Soweit ist es bei Altenpflegerin Nicole Stumpf jedoch noch nicht. Und da
bleibe ich nach wie vor auch meiner Meinung treu. Was heißt treu? Solange es mir Spaß macht, ich kann ja meine Meinung vielleicht auch mal in ein paar Jahren ändern, sagen, möchte ich jetzt nicht mehr. Momentan bin ich voll und ganz glücklich und liebe meinen Job über alles. Ja. Wie Jens Spahn diese Liebe unterstützen und manchen Pflegern auch wieder lebendig machen möchte, ist bisher absolut unklar. Fakt ist, so wie es aktuell läuft, das hat auch die Krise gezeigt, kann es nicht weitergehen. Dann muss die Frage doch lauten, wie soll es weitergehen? Und die geben wir weiter an Martin Nestele, ist der stellvertretende Vorsitzende des Fachbereichs Gesundheit und Soziales der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg. Vor einem Jahr wurde fleißig applaudiert für die Pflegekräfte. Was ist denn jetzt davon noch übrig geblieben? Da ist leider nicht viel übrig geblieben. Kann man nicht gerade sagen. Also es gab dann noch zwischendurch mal Bonuszahlungen, aber das war ja auch jetzt nicht gerade berauschend, was da gelaufen ist. Und was die Verbesserung der Arbeitsbedingungen geht, da hat sich gar nichts geändert, im Gegenteil. Also Arbeitsbedingungen sind das eine, Bezahlung natürlich auch das andere. Nachwuchs dann auch nochmal ein wichtiges Thema. Wo sollte denn am dringendsten angesetzt werden, Ihrer Meinung nach? Ich denke, dass die Personalbemessung das Wichtigste ist. Wie viele Leute sind da, um die Menschen pflegen zu können, versorgen zu können? Das macht was aus. Das hat damit was zu tun, wie zufrieden man im Beruf ist, wie lange man den Beruf machen kann, wie gesund man in dem Beruf weiterarbeiten kann und wie attraktiv die Arbeitsbedingungen am Ende sind. Zufriedenheit steigert dann entsprechend natürlich auch die Attraktivität. Wie kriegen wir denn mehr Zufriedenheit und Attraktivität rein? Bezahlung könnte da ein Thema sein. Wie müsste denn finanziell aufgestockt werden? Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat es ja in einem Interview gesagt. Da muss genau hingeschaut werden. Ja, natürlich. Das ist eindeutig so, ja. Die Bezahlung muss besser werden und es müssen tariflich abgesicherte Bezahlungen auch sein, weil in der Pflege oftmals gar keine Tarifverträge gelten. Und das kann natürlich nicht sein für so einen Job. Für so einen verantwortungsvollen Job muss man anständig bezahlen, gutes Gehalt bezahlen, gute Arbeitsbedingungen bieten und es geht auch nur über Tarifverträge. Wie viel Prozent mehr Personal bräuchte es denn, dass eben genau diese Punkte auch in Ihren Augen einen grünen Haken bekommen? Wir haben mal das ist schon wieder ein paar Jahre her, haben wir mal eine Befragung gemacht bei betrieblichen Interessensvertretungen in der Altenpflege und haben gefragt, wie viel Personal es denn mehr sein müsste. Da kam von Baden-Württemberg heraus, waren von Baden-Württemberg, glaube ich, alleine, wenn ich es genau noch im Kopf habe, 20.000 Stellen für Pflegefachkräfte. Also mehr als viel, was momentan im Bedarf ist und was im Argen liegt und wo absolut anzusetzen gilt. Danke Ihnen, Herr Nestle. Alles Gute. Dankeschön. Wiedersehen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Noch eine andere Meldung. Die Polizei warnt aktuell vor dem sogenannten Love- und Romance-Skimming. Da nehmen Täter über Datingportale und Social Media Kontakt zu potenziellen Opfern auf. Eine Mannheimerin ist nun auch Opfer geworden. Der Schaden beträgt 12.000 Euro. Die Polizei rät in Verdachtsfällen, den Kontakt abzubrechen, Chats und Mails zu sichern und natürlich Anzeige zu erstatten. Weitere Nachrichten haben Moritz Vogt, Katharina Walter und Annika Notz. Bessere Bezahlung. Das fordern rund 4.400 Arbeitnehmer des Mannheimer Bauwesens. Laut Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt müsse einerseits ein Bezahlungsmodell für die Wegzeit erarbeitet werden, andererseits fordere man eine Lohnerhöhung von 5,3%. Grund dafür sei der trotz Pandemie anhaltende Bauwirtschaftsboom. Während viele Branchen von der Pandemie betroffen seien, würde die Arbeit am Bau auf Hochtouren laufen. Dafür sei eine faire Anerkennung angebracht. Schulförderungen. Im Rahmen der Earth Hour 2021 hat die Klimaschutzagentur Mannheim 10 Laptops an die integrierte Gesamtschule Herzogenried übergeben. Mit diesen Geräten will die Mannheimer Schule vor allem bedürftige Schülerinnen und Schüler versorgen, die bislang nur mit Smartphones gearbeitet haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, junge Menschen zu unterstützen, die zwar auch durch den Digitalpakt zum Teil schon Geräte bekommen haben, aber dass es jetzt als Geschenk funktioniert, ist natürlich ein großes Glück und ein großes Geschenk für uns alle. Ja. Bisher sei der Gesamtbedarf an Laptops durch die Spenden noch nicht gedeckt, so Projektmanagerin Magdalena Schlenk. Darum freue sich die Klimaschutzagentur über weitere Spenden.
Jubiläumsjahr. Zur Feier des Tages haben sich die Technikmuseen Sinsheim und Speyer etwas Besonderes einfallen lassen. Ab sofort sind ein Jubiläumsbier sowie zwei Sorten Jubiläumswein in den Restaurants, den Souvenirläden und im Onlineshop zu kaufen. Hier präsentieren wir eine Idee, die uns gekommen ist, als wir überlegt haben, wie können wir unsere Geburtstage, das heißt 30 Jahre Speyer Technikmuseum und 40 Jahre Sinsheim Technikmuseum, Gebühren feiern und wie können wir das noch mit regionalen Produkten ergänzen. Die Aktion steht ganz unter dem Motto Support Your Locals. Die Weine kommen aus der Pfalz, das Bier aus Heidelberg. Unfall mit Gewicht. Am Mittag hat sich ein Verkehrsunfall auf der A5 nahe dem Autobahnkreuz Walldorf ereignet. Kurz nach der Anschlussstelle Kronau fuhren zwei Lastwagen aufeinander auf, nachdem der vordere wegen eines Stauendes abrupt abbremsen musste. Beide Fahrer wurden verletzt, einer davon schwer. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Währenddessen war die gesamte Fahrbahn in Richtung Frankfurt gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Blicken wir auf das sportliche Geschehen, dann muss man festhalten, ohne Sieg geht da heute Abend nichts. Die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen müssen sich ganz schön strecken, um das Finale daheim zu erreichen in der EHF European League. Da geht es heute im Rückspiel gegen Medvedi Tschechow und im Hinspiel unterlagen die Löwen beim russischen Rekordmeister mit 32-33, aber immerhin 32 Auswärtstore. Die könnten ein Pluspunkt für die Löwen sein und Mut machen, dennoch der Druck ist da in der Maschinerie. Schließlich steigt ja in der heimischen SAP-Arena das Final Four der European League. Und dazu wollen sie natürlich auch sportlich vertreten sein. Das Spiel heute Abend findet allerdings im Heidelberger SNP-Dome statt. Und dort ist unser Kollege Philipp Köhl. Philipp, ist denn, wo ist er denn? Wo ist er, Philipp? Nein, das ist ein Löwe. Ja, da ist er. Anspannung zu spüren mittlerweile bei den Löwen. Ja, Olli, die Löwen sind natürlich klar in der Bringschuld nach dem Hinspiel und auch der klare Favorit da hier heute Abend. Aber ich gebe die Frage einfach mal weiter zu meinem Gast, denn Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen, ist bei mir. Ja, wie ist denn die Stimmung unter den Spielern momentan, so kurz vor dem Anpfiff? Ist Anspannung zu spüren? Natürlich, wo so ein Spiel ist, immer Anspannung da, muss auch. Das gehört dazu, deswegen machen wir das alles. Und wir sind in der Bringschuld. Wir haben beim Hinspiel eine überragende erste Halbzeit gespielt, hatten dann aber leider zu viel Schwankungen im Spiel. Die müssen wir ausschalten und dann bin ich ganz zuversichtlich. Und das müssen wir heute einfach schaffen. Druck ist natürlich auch da, weil die Rhein-Neckar-Löwen erstmalig der Ausrichter des Final Four sind in der European League. Wie kam es dazu überhaupt, dass man sich dazu beworben hat und wie wichtig ist es auch für den Rhein-Neckar-Löwen als Verein Ausrichter zu sein, dieses Final Fours? Ja, das Final Four in der European League ist für uns eine ganz große Ehre, das nach Mannheim holen zu können und darum haben wir uns bemüht. War natürlich in der aktuellen Zeit noch eine größere Herausforderung als normal, weil es leider ohne Zuschauer stattfinden wird. Aber es ist für uns eine ganz große Ehre und wir freuen uns darauf, das auszurichten. Und natürlich ist unser Wunsch, dass wir da auch ein Kandidat unter den ersten vier dann sein dürfen. Unter den ersten vier. Die European League ist der einzige Wettbewerb, in dem die Löwen theoretisch noch Titelchancen haben. Unter die ersten vier ist es dann zu wenig, aber möchte man dann schon den Titel letztlich holen, wenn man auch in der heimischen Arena spielt? Es gibt ja immer so Banalitäten, die heißen von Spiel zu Spiel denken. Und jetzt sind wir so kurz davor. Ich glaube, mein Mikrofon zittert auch schon, weil ich so aufgeregt bin. Jetzt müssen wir erstmal heute Abend hinter uns bekommen und hoffentlich erfolgreich hinter uns bekommen. Und dann schauen wir weiter. Abschließende Frage. Heute kam auch die Meldung, dass alle 14 Erstliga Clubs in Deutschland, in der Bundesliga, Handballclubs, die Lizenz bekommen haben für die kommende Saison. Wie wichtig ist das für die Rhein-Neckar-Löwen? Wie wichtig ist dieses Signal aber allgemein für den Handballsport, gerade in diesen Zeiten? Ich würde sagen, das ist die Basis für alles, was danach kommt. Also die Lizenz ist die Basis für uns, für alles, was wir machen im sportlichen Bereich, wie auch im wirtschaftlichen Bereich. Und wir sind sehr froh, dass das so gut gelaufen ist und auch die anderen Clubs. Ich muss sagen, dass ohne die Hilfe von unseren Zuschauern, von unseren Fans, von den Partnern und Sponsoren wäre das in der aktuellen Zeit überhaupt nicht möglich. Wir freuen uns, dass sie so loyal hinter uns stehen und so viel unterstützen. Viele Dauerkarteninhaber haben auch auf ihr Geld verzichtet und ohne das würde es im Moment gar nicht gehen, aber da sind wir froh, so eine treue Basis an unserer Seite zu haben. Darum geht es auch heute Abend. 18.45 Uhr geht es los. Die Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen Medvedi Tschechow und dann zählt nur ein Sieg.
Jawohl, danke Philipp Köhl, danke Jennifer Kettemann. Und wir wechseln die Sportart, sind beim Fußball, etwas andere Ausgangslage da beim 1. FC Kaiserslautern. Der braucht einige Kraulzüge zum sportlichen Überleben in der dritten Liga. Immerhin heute Abend könnten sie zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder die Abstiegszone verlassen. Tabellen 17. sind sie momentan. Vor einigen Wochen waren es noch 7 Punkte bis zum rettenden Ufer. Aber die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen, die ist im April noch ungeschlagen, holte aus den vergangenen 4 Spielen 8 Punkte und in einer knappen halben Stunde ist Anpfiff beim MSV Duisburg und der selbst hat nur 4 Punkte mehr auf dem Konto als Kaiserslautern und wäre mit einer Niederlage ebenfalls dick im Abstiegskampf. Dennoch der FCK-Trainer Antwerpen geht entsprechend mit Selbstvertrauen aus den jüngsten Spielen in diese Partie. Ja, wir nehmen jetzt nicht nur das Spiel von Saarbrücken, ne, dass wir mit breiter Brust nach Duisburg fahren, sondern wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 4 Partien gezeigt, dass wir ein komplett anderes Gesicht auf den Platz bringen und dementsprechend wollen wir natürlich so wieder in Duisburg auch starten und wir wissen, dass das eine schwierige Auswärtsaufgabe wird, aber wir sind selbstbewusst durch den Sieg und dementsprechend werden wir das Spiel angehen. Und gleich geht's mit Brillen weiter von wegen rosaroter Brille. Bis gleich. Willkommen zurück, Bayron. Ja, ich selbst bin weitsichtig, trage also zum Lesen oder am Computer arbeiten eine Brille. Brauche sie sonst im Alltag nicht wirklich. Aber fürs am Computer arbeiten empfehlen viele eine Blaulichtfilterbrille. Die soll die Augen entspannen und auch bei Schlafproblemen helfen. Dortmunds Stürmer Erling Haaland beispielsweise nutzt auch eine solche. Aber was können die eigentlich und bringen sie wirklich was? Ob sie unserer Reporterin auch zu sportlichen Höchstleistungen verhilft, so wie Fußballer Erling Haaland, zeigen wir Ihnen gleich. Durch eine Blaulichtfilterbrille erhofft sie sich zumindest Erholung für ihre Computer- und Handy-Display-geplagten Augen. Dass sie ihr wehtun, ist nicht ungewöhnlich, sagt Optikerin Esther Holzenkämpfer. Bei der Computerarbeit, das kennen Sie wahrscheinlich auch selber, kommt es schnell zu müden Augen, zu trockenen Augen, zu geröteten Augen. Man hat vielleicht eher Kopfschmerzen, hat auch gar keine Lust, irgendwie abends selber noch irgendwie was zu lesen, weil die Augen nach so einem Arbeitstag dann auch prinzipiell durch sind. Und da gibt es die Möglichkeit, die Augen zu unterstützen. Da macht man einen Blaufilter drauf. Das sind im Grunde genommen normale Brillengläser mit einer Beschichtung, die blaues Licht nicht ans Auge lässt. Blaulicht kommt in LED-Strahlung von Flachbildschirmen, Handys und Computermonitoren vor, damit Farben zum Beispiel intensiver wirken. Warum es schädlich sein könnte, erklärt Augenarzt Dr. Schargus. Theoretisch wäre möglich, dass die zentrale Netzhaut, also die Stelle des schärfsten Sehens, in der sehr viele Sinneszellen vorhanden sind, dass diese geschädigt werden könnten durch diese Blaulichtanteile. Allerdings gibt es dazu noch keine Studien. Unsere Reporterin möchte die Brille testen und bestellt sich eine mit Stärke. Sie ist nämlich leicht weitsichtig. Vorher sieht sich Dr. Schargus aber ihre Augen nochmal an, damit wir später einen Vergleich haben. Und dann geht's los. Das hier ist meine normale Brille. Und dann gucke ich mir das Foto hier an. Okay. Und dann nehme ich die Brille mit Blaulichtfilter. Und gucke mir das Foto an und sehe erstmal keinen Unterschied. Dass die Brillen was bringen, ist wissenschaftlich nicht belegt. Es gibt aber Träger, die von positiven Effekten berichten, von entspannteren Augen bis hin zu mehr Energie, um durch den Tag zu kommen. Denn angeblich schläft man auch besser, wenn man weniger Blaulicht abkriegt, weil dann das Schlafhormon Melatonin nicht unterdrückt wird. Es könnte theoretisch möglich sein, wobei auch hier medizinische Untersuchungen noch keine endgültigen Ergebnisse erbracht haben, dass diese Blaulichtfiltergläser helfen, dass die Melatoninausschüttung früher stattfindet und man dadurch besser einschläft, dadurch vielleicht auch einen besseren Schlaf insgesamt hat und dann vielleicht sich etwas fitter fühlt. Aber wie gesagt, auch hier gibt es leider keine entsprechenden Studien, die das beweisen. Eine Woche lang testet unsere Reporterin die Brille und trägt sie, sobald sie am Bildschirm arbeitet. Sie beobachtet auch, wie sie schläft. Aber ihr Fazit ist ernüchternd. Tja, ich muss leider sagen, dass ich überhaupt keinen Unterschied gespürt habe. Meine Augen sind immer noch müde und gereizt. Ich habe auch nicht besser geschlafen und fitter fühle ich mich auch nicht. Das zeigt sich auch beim Joggen. Von wegen fit wie Erling Haaland. Beim Lauf auf ihrer Stammstrecke ist sie genauso langsam wie immer. Auch Dr. Schargus sieht keine Verbesserung ihrer Augen. Das war aber zu erwarten, meinte er. Messbar verändere die Blaulichtfilterbrille nichts. Wenn Sie sich selbst ein Bild davon machen wollen, ohne Stärken gibt sie ab ca. 20 Euro, mit starten die Kunststoffgläser bei 100 Euro. Ich
weiß, wer so eine Brille brauchen könnte. Gucken Sie mal hier. Max-Peter Wirker. Der Stuhl levelt. Mehr Energie. Mehr Energie. Jo, hier ist das Wetter. Es gibt auch Energie. Der Mittwoch wird nochmal recht schön, vor allem am Vormittag scheint häufig die Sonne. Später ziehen von Norden zwar mehr Wolken heran, mehr als einzelne kurze Schauer bringen die aber nicht mit. Und abgesehen davon bekommen wir auch am Nachmittag noch viele sonnige Abschnitte. Die Temperaturen spielen ebenfalls mit, wir können die Sonne bei angenehm warmen 15 bis 18 Grad genießen. Überwiegend freundlich und trocken, aber deutlich kühler geht es am Donnerstag weiter. Nach dem kurzen Dämpfer kommt ab Freitag aber schon wieder die Frühlingswärme zurück. Dazu gibt es weiterhin viel Sonne und trockenes Wetter. Die Nächte werden allerdings kalt, teilweise sogar frostig kalt. Jo, jetzt habe ich mir einen Feind gemacht wieder für den Rest der Woche. Ich habe so schön die Sendung auf mich wirken lassen. Ich wollte auch gerade erklären, das ist ein wirklich gutes Zeichen, wenn du ganz entspannt in deinem Sitz da hängst im Stuhl und wirklich... Ist doch leichter Sendung für dich. Das ja, auch anders, das können Sie ja glauben. Comicstreifen. Kennen Sie diese Wutfäden, die dann in Comics so aus einem rauskommen? So schlimm ist es nicht. Nein, natürlich nicht. Jetzt werde ich hier wieder dargestellt, als wäre ich hier der Choleriker vom Leben. Absolut nicht, wirklich nicht. Wirklich nicht. Nein. Entsprechend gibt es uns auch morgen wieder. Schönen Feierabend Ihnen allen. Tschüss.